Jahre 2004 haben wir gemeinsam die ÖGG gegründet, um einen Träger zu haben für die diversen Live-Projekte. Und das war für mich eine wahnsinnige Erfolgsstory, weil es uns gelungen ist, in der Zwischenzeit mittlerweile 5 Live-Projekte abzuwickeln, wo wir es geschafft haben, die Zusammenarbeit von Grundeigentümern, Gemeinden, Naturschutz und Jagd so weit zu bringen, dass alle mit den Projekten einverstanden sind und sie gemeinsam getragen werden. Weil wir die beiden ersten Live-Projekte so erfolgreich umgesetzt haben, ist es uns gelungen, was nicht alltäglich ist, ein weiteres Live-Projekt aufzuziehen, wo wir in diesem Sinne weiterarbeiten und vor allem, wo es diesmal grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Ungarn gibt. Ich freue mich persönlich, dass es so eine gute Zusammenarbeit zwischen den Trappenschützern und den Gemeinden, den Grundeigentümern und der Jagd gibt. Und ich freue mich, dass ich einen kleinen bescheidenen Teil dafür beitragen durfte, weil es gelungen ist, in nächtelangen Verhandlungen gemeinsam das Beste für die Großtrappe zu erreichen. Im Rahmen der Live-Projekte ist es gelungen, erstens Leitungen in die Erde zu verlegen, um die Trappe vor Kollisionen zu schützen. Hochspannungsleitungen wurden gesichert mit verschiedenen technischen Einrichtungen. Grund wurde zur Verfügung gestellt, damit die Großtrappe Rückzugsflächen hat. Und in der Zwischenzeit ist es auch gelungen, einige Aussichtstürme zu errichten, die nicht nur dem Großtrappenschutz zugutekommen, sondern auch den örtlichen Tourismus beleben können. Das Bestechende am Großtrappenschutz im Burgenland ist es, dass es gelungen ist, die Interessen verschiedenster Interessensgruppen unter einen Hut zu bringen. Beginnend bei den Landwirten, bei der Jagd, bei den Gemeinden, beim Naturschutz, aber auch bei den Errichtern von Windanlagen, die Rücksicht genommen haben auf die Großtrappe, und auch bei den Energieversorgern, die intensiv mit uns zusammenarbeiten. Und in dieser Zusammenarbeit ist es sogar gelungen, Kabeln in die Erde zu verlegen oder zu sichern. Die Europäische Union hat gute Grundzüge aufgelegt, nachdem unsere Projekte zu verwickeln sind. Sei es die Vogelschutzrichtlinie, der Bestandteil der Schutz der Großtrappe ist, sei es die Möglichkeit der Ausweisung von Natura 2000 Flächen, die ein wesentlicher Träger für das Projekt sind. Es freut mich ganz persönlich, dass ein Projekt, das buchstäblich bei mir am Küchentisch mitentwickelt wurde, so einen Erfolg zeitigt und es gelungen ist, von 100 Großtrappen die Population mittlerweile auf über 500 Tiere zu steigern und ich einen kleinen persönlichen Beitrag dazu leisten durfte. Gerade in Zeiten, wo man auf die EU schimpft, bin ich ganz besonders stolz, dass es gelungen ist, im Rahmen dieses Projektes ein Vorzeigeprojekt zu entwickeln und vor allem, dass wir mit der Zeit gehen und auch unsere Projekte auf Facebook präsentieren und hier ausgewählt wurden als Vorzeigeprojekt. Das spricht dafür, dass das Projekt zum einen sehr interessant ist und auch sehr gut und professionell abgewickelt wird. Da ich von Anfang an, beginnend 1997, aktiv in den Großtrappenschutz involviert bin, freut es mich umso mehr, dass es in der Zwischenzeit das Vorzeigeprojekt vom Naturschutz in Burgenland geworden ist und ich meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten durfte. Gerade in Zeiten, wo es nicht immer in ist, positiv über die EU zu reden, ist es ein wertvolles Projekt, den Menschen zu zeigen, was man im vernünftigen Umgang mit Geld aus der EU machen kann und damit zu zeigen, wofür eigentlich die EU steht.